Yo, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum dritten Part von Elea. Wir befinden uns immer noch hier auf dem, in dieser Mars-Erinnerung und müssen jetzt weiterhin probieren, wie wir hier rauskommen. Also rennen kann ich immer noch nicht. Ich bin halt am überlegen, ob wir halt mit diesen, jetzt kann ich doch wieder rennen. Ah ne, das ist vorhin auch passiert, doch. Aber ich bin jetzt nochmal am Anfang von diesem Level. Was ich herausgefunden habe, je nachdem in welche Richtung man, glaube ich, guckt, passieren manchmal ein bisschen gewisse Dinge. Also ein paar Sachen werden erst ausgelöst, wenn man so mit dem Zoom darauf guckt. Okay. Weiter geht's. Jetzt kann ich wieder nicht mehr rennen. Und jetzt kann ich wieder. Es ist manchmal echt ein bisschen skurril. Hier, dem folge ich jetzt nochmal. Ah, in der Mitte sitzt hier einer drauf. Guck, siehst du, den habe ich noch nicht mal gesehen. Okay. Ah, da hockt nur so einer anscheinend. Das sind Erinnerungen. Ah, kann das sein, dass wir das sind? Ah! Also wir sind auf der Suche nach unserem Mann. Das habe ich vorher noch kurz mitbekommen. Okay, warte, wir gucken jetzt nochmal hier. Stand da irgendwas? Touch to unlock. Ah, da steht noch was. Ah, wo sie ihren Mann kennengelernt hat. Auf einer Tequila-Party. Und da ist einfach das Gespräch zwischen den beiden. Aber das sind nicht die jetzt, oder? Das sind nicht wir hier. Nee, das nicht. Ich glaube, wir müssen einfach weiterlaufen. Und das sind wir garantiert nicht da, dass wir da so Übungen am Boden machen. Das glaube ich nicht. Da rechts ist eben wieder dieser kleine R2-D2. Das sind nur so ein bisschen Infos. Oder kann ich jetzt hiermit wieder. Oder kann ich jetzt wieder die Erinnerung verlassen inzwischen? Ah ja, jetzt geht's. Goodbye, Mars. Also man kann mit diesem Gerät, in dem die sich befindet, kann man anscheinend immer so in die Erinnerungen reisen, ne? Und die muss herausfinden, ich esse eine Kleinigkeit, wo der, eben gerade hat sie gesagt gehabt, eben sie ist auf der Suche nach ihrem Mann. Und den haben wir jetzt kurzzeitig gefunden gehabt. Aber der ist ja dann wieder verschwunden. Also alles noch ganz komplett durcheinander. Ich habe auch keine Ahnung von gar nichts. Ich sage jetzt einfach das, was ich gerade so ein bisschen da rein interpretiere. Naja, wie denn auch sei. Kann ich, diesmal kann ich übrigens sofort aufstehen. Seht ihr, hier mit dem Gerät konnte ich das, jetzt geht gerade gar nichts. Da konnte ich eben gerade den Mars aussuchen. Da stand vorher Mars-Mission oder Mars-Erinnerung. Da konnte ich da drauf drücken und dann hier einsteigen und dahin gehen. Die geht immer noch nicht auf, die Tür. Okay. Wo ist die denn? Auf den Malediven. Hier seht ihr die Erinnerung. Kann ich die da rausholen? Nee, das geht nicht. Mich da wieder reinsetzen geht auch nicht. Und ich kann aber auch nichts verändern hier. Okay. Did you and I ever talk about the fate of pilgrimage? I don't know what you're referring to. What do you think happened on that ship? The pilgrimage? I don't know. I'm just an IT person. I'm asking you what you think. Nobody knows anything anyway.
Well, only an existential threat would push the ship nav to quarantine the whole ship. But why wasn't there a distress signal? It wasn't a technical issue, that's for sure. World Tree Class network architectures are virtually fail-safe. So you mean the distress signal was blocked out on purpose? I don't know, Jones. Okay, da kann man noch ein paar Fragen stellen jetzt. I don't see why we can't at least approach the planet's surface. Nah, why ruin the view? You're not taking this seriously, Alice. This planet might be the closest we get to making contact. Forgive me if I'm not too excited, but whatever your man Ethan and his people dug up down there, whatever's causing these, what you call them? Space-time rifts? Made whoever hide the ship from us to, well, to hide the ship from us. If there was a way, I'd just haul the damn thing back to the solar system and forget about investigating in Solus. You're not even a little curious? I don't get it. Curiosity is overrated. Now, if you don't mind, I'm in the middle of something. Lustig, dass wir mit der reden können, obwohl die in ihrer Erinnerung steckt. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Können wir den Raum endlich mal... Ah, jetzt geht's. Wait. Ah, das ist ein Aufzug, wo hier kommt. Also wir sollen auf jeden Fall uns jetzt bei Kazumi melden. Sag mal her. Zur Brücke. Service Core, Reactor Core. Ich glaube, ganz unten müssen wir hin. Zu der Krankenstation. Habe ich gedrückt? Ja doch, ich habe gedrückt, ne? Okay. Lights off. Hä? Ah, jetzt kann man sich so einfach mal ein bisschen hier umgucken. Was machen die? Spielen die hier eine Runde oder was? Aber ich sollte mich auf jeden Fall jetzt bei der Krankenstation mal melden. Der Kazumi, das ist glaube ich ein Typ gewesen. Der wartet doch. Ist hier was aus... Guck mal, da ist was ausgeschrieben. Rechts müssen wir. Network und Support ist hier drinne. Noch weiter müssen wir. Erinnert mich so ein bisschen an Alien Isolation jetzt gerade vom Gameplay und von der Atmosphäre hier. Nur nicht ganz so düster, aber so einfach ja von dieser Röhre jetzt hier. Scheint aber niemand da zu sein, ha? Huh? Soll ich hier was drücken? Nicht, oder? Ah, da kann ich nur das Licht an- und ausschalten. Okay. Hier kann man ja mit allem fast interagieren. Das ist doch die Röhre, wo wir am Anfang drin gesteckt, oder? Drin steckten. Ah, da kann man auch rein. Was ist das denn hier? Ah, das ist ein... Das ist ein Roboter. Ich dachte, das ist ein Typ, der mit uns redet. Der checkt uns jetzt mal ab, was mit uns nicht in Ordnung ist. Oha, das sieht ja gruselig aus. Wieso?
Wieso ist denn bitte die Kamerasteuerung manchmal so komisch? Das muss ich so mit der lenken. Hier, ich gehe jetzt mal hier hin. Hier saß ja gerade der Typ. Funktioniert nicht. Soll ich zur Scheibe gehen, wo wir drinne sind? Wieso sehen wir uns selber? Das finde ich auch extrem strange. Mit der stimmt doch irgendwas nicht. Müssen wir die Tür auch... Aha. Balance in your theta brainwaves apparently the result of amygdalar hyperactivity caused by the mindscape glitch. Would you describe what you experienced in there? I was revisiting a memory and then there was a presence, but not from the memory. I don't know how to explain it. The timeline got all screwed up and the simulation kicked me out and that's when I started calling you, but you weren't responding. And then I saw my husband. Was he the presence? No. I don't know. There was this swarm of light inside the simulation. I think it caused the glitch. And it was there again, right after you turned the equipment off. You mean on the observation deck? Yes. It floated there for a few moments and then vanished. Don't you have it on camera? No. Not even in any spectrum. I'm afraid not. Kaz, am I going crazy? Would you like to take a psych test now? That was a rhetorical question. Oh. Hm. Kaz, will you help me get to the pilgrimage? Yes. What, just like that? Some preparations are in order. I mean, you would be breaking protocol. You shouldn't be able to do that. There are ways around that. What do I do? You have to get in one of the escape pods. Then I'll steer you to the pilgrimage. First, however, you have to make a copy of me on your wristband. A copy of you? Correct. You won't be able to navigate the pilgrimage without ChipNav assistance. And even if we assume that my counterpart there is online, there's a fair chance she might be an obstacle. Either way, my assistance would be of existential value to you. So then there will be two of you? Someone has to break protocol. I'll pretend that I understand how this works. What do you need me to do? First, you need to get a memory expansion for your wristcom from the engineering core, so I could fit in. Second, you'll have to access the mainframe and use its link port to copy me. The only Voyagers with access to the mainframe are Alice Winters and Philip Loving, so you will have to be very persuasive. Could I have all of this in writing, please? Done. Hm. Jetzt habe ich hier so ein paar Aufträge gekriegt, weil ich eine Kopie jetzt von Kazumi machen muss, damit wir den mitnehmen können. Okay. Alice Winter und Philip Loving haben ihren Zugriff auf den Serverkern. Greife auf einen zentralen Rechner im Serverkern zu und verwende den Linkport, um Kazumi zu kopieren. Finde einen technischen Kern. Okay. Has anyone ever told you you are a sweetheart? Yes. Gut. Nun denn. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich die zwei suchen. Die scheinen sich ja irgendwo versteckt zu haben. Also hier sage ich das schon mal nicht. Vielleicht die zwei, die wir vorhin gesehen haben, kann das sein? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Guck mal, hier ist doch jemand. Ah, das ist einer von denen. Hey, lass mich rein, du... Okay, der will anscheinend nicht. Ich glaube, das war dieser Philip Loving. Jetzt müssen wir Alice Winter noch finden, weil der will anscheinend nicht mit uns reden. Okay. Guck mal, wer ist das?
Alice Winter suchen wir. Vielleicht der hier? Hä? Aua, wie schnell! Hier sind dann die Rettungskapseln, da muss ich doch, glaube ich, dann rein. Da sitzt doch jetzt jemand. Okay, hier sind wir also auch nicht richtig. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich jetzt durch mehrere Stockwerke fahren muss. Was haben wir denn hier noch so alles? Okay. Geht irgendeine Tür hier auf? Open. Push to open. Nee. Da, die geht auf. Warte, wen müssen wir noch finden? Alice Winter. Gut. Du bist? Andrew Huang? Ist das ein Chinese wahrscheinlich? Aber sonst ist hier niemand. Ich muss zu Alice Winter kommen. Kommen wir hier rein? Nee. Wollen wir mal mit dem reden? Komm, ich rede mal mit dem. Mal gucken, was der zu sagen hat. Any new readings, Andrew? You mean, after our little chat with the captain? What you said, it's unlikely that the firewall would just shut down on its own. Okay. Der hat nicht viel Informationen für uns. Alice, das ist sicher eine Frau ist das. Nee, da, wir sind jetzt hier wieder, scheiße. Gut, bin falsch gelaufen. Also in die Richtung. Ich liebe ja so eine Atmosphäre auf so einem Raumschiff. Okay, wobei ich aber sagen muss, mich stört das ein bisschen, dass das hier so unscharf ist, wenn man um die Ecken guckt, aber ja gut. Kryokammer, hier sind welche eingeschlafen. Oh, das erinnert mich an das Game Far Out, was ich gespielt hatte. Hä? Ah, jetzt bin ich hier, wo die zwei saßen. Warte mal, vielleicht ist einer von denen Alice. Aber nee, ich glaub's nicht, ja. Nee. Was ist das denn hier alles für ein Zeug? Hier kann man sich Essen machen? Nee, muss jetzt nicht sein. Ich frag den mal, der andere ist ja... Oh, man kann hier noch runter, warte mal. Oh. Ah, hier ist noch ein Fitnessraum. Hm. Ich muss aber Alice Winter finden. La 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 la. Oh, bitte, ich muss ernsthaft jetzt... Nee, doch. Also gehen wir mal in ein anderes Stockwerk. Okay, easy. Was steht denn hier noch so? Alice Winter und Philip Loring haben mit ihren... auf den Serverkern. Also ich muss auf den Serverkern irgendwie zugreifen können. Da soll mir Alice helfen. Hä? Ah, ich muss vielleicht warten, bis die Tür zu ist und dann muss ich drücken. Jetzt. Ah, okay. Ah, jetzt sind wir... Oh, muss das alles so ein komisches Rot? Ja, darf ich hier nicht hin, oder was? I'm sorry, River Alea. You do not have sufficient rights to enter. Da darf ich nicht hin. Okay. Right. I'll be right back.
Okay, da durfte ich gar nicht hin. Oder noch nicht zumindest. Okay. Es bringt mir halt jetzt auch nichts. Guck mal, da ist jemand. Das könnte sie sein. Zeig mal her. Nee. Tatjana ist es eine Russin wahrscheinlich. Leonova. Okay, das ist ja auch nicht. Alice Winter suche ich. Alice Winter. Haben wir hier noch jemanden drin? Nee. Krass. Schon cool, wie die das alles hier designt haben, dass du auch überall hier hin kannst und auch mit allem fast, also mit vielem interagieren kannst. Ist das schon wieder der Aufzug jetzt? Ah ja. Okay, dann ist sie hier nicht gewesen. Dann probieren wir es nochmal ein Stockwerk weiter oben. So. So. Hier komme ich nicht rein. Besprechungsraum. Ist hier jemand? Hallo? Auch nicht wirklich. Hacken. Hä? Als ob ich das hacken kann. Aua, was muss ich denn hier machen? Oder muss ich einfach warten? Ich kann ja gar nichts drücken. Ich glaube, ich muss einfach warten. Warte nochmal. Verlassen. Nee. Oder? Warte, ich gucke jetzt erstmal noch, was in den anderen Räumen hier ist. Hier ist niemand. Quartier des Captains. Kommandozentrale. Och Mann! Natürlich weiß ich nicht wieder, wo Alice Winter jetzt ist. Also komm, wir probieren das Ding mal zu hacken nochmal. Ah. Drücken Sie linke Maustaste, um zu bestätigen. Scheiße. Wir müssen das irgendwie richtig... Nee, nochmal. Okay. Wir müssen das Ding auf jeden Fall irgendwie hacken. Mich doch, endlich bin ich drinne. Oh. Okay, die haben anscheinend, also diese Russin und Alice, die suchen wir ja, die haben anscheinend, oder diese Russe oder Alice, oder vielleicht ist auch ein Typ, ich weiß es doch nicht. Die haben eine Affäre miteinander gehabt. So, wir haben Informationen jetzt wieder. Das bedeutet jetzt, dass wir uns mal mit der auseinandersetzen. Aber erstmal, Leute, ich beende jetzt den Part. Ich kann nicht mehr. Halbe Stunde habe ich jetzt sicher an diesem blöden Rätsel rumgelöst. Vielen Dank, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Vielleicht mache ich weiter. Und ansonsten würde ich sagen, hey, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, euer Nia und ciao.